Und damit Hallihallo. Willkommen im Rangierbahnhof Aschaffenburg. Ihre zugewiesene Lokomotive wartet bereits auf Sie. Begeben Sie sich zu Aschaffenburger Nebengleis 15L, um einen Zugverband aufzunehmen. Und ja, damit begrüße ich euch. Der Text war leider so schnell weg gewesen, dass ich euch das nicht mehr vorlesen konnte. Wir schauen uns heute, ja, wenn er denn endlich mal fertig geladen hat, uns den neuen DLC an, der für Transim World erschienen ist. Und zwar die DBBR 204. Kostet um die 14-15 Euro. Kommt mit der Lok daher, mit der deutschen Bahnlok und drei Aufgaben. Und wie gesagt, eine Aufgabe davon wollen wir uns heute mal anschauen. Mit der ersten, diese Lok hier für den deutschen Verkehr. Und bin mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Und ganz ehrlich, schaut euch das an. Das sieht großartig aus. Das sieht so schick aus. Ja. Allerdings, wie gesagt, halt nur drei Aufgaben. Ne? Das ist schon echt mau. Dafür, dass man ja keine weiteren Szenarios bauen kann. Hoffe ich, dass da irgendwie vielleicht dann doch noch ein bisschen Nachschub kommt oder sowas in der Richtung. Das fände ich persönlich schon ziemlich nice halt, ne? So. Vorwärts, Bremsschlüssel rein und aktiv, Bremse lösen. So, dann gehen wir mal in die Karte, stellen uns jetzt noch die Weichen, die wir brauchen. So, können jetzt das Ganze verlassen und los geht's. Achso, wir müssen noch was aktivieren. PZB und die SIFA an. Spitzenlicht an. Soll ja alles hier schon richtig vonstatten gehen. So. Anformation ankuppeln. Tun wir das. So, kann das Ganze mal jetzt hier mal bestätigen mit der PZB. Das war der Piep, den ihr gerade gehört habt. So. So, ankoppeln. So, dran sind sie. So, Schlüssel nehmen wir mit. Jetzt sitze ich hier auf dem Platz. Oh, lösen die Bremse. Und fahren wir zum Aschaffenburg Nebengleis 211. Hobby schreibt, der Vorgänger war die V100. Ah, die ist schon schön hier. Die ist schon. Hier können wir Fenster aufmachen. Wenn wir das Röhr noch so ein bisschen haben. Vom Dieselmotor. Ja, die Strecke Aschaffenburg. Das ist ja Standard-Content. Den bekommt ihr, falls ihr den Transim World 2020 gekauft habt. Ist die Strecke ja mit dabei. Braucht ihr also die Strecke dementsprechend nicht nochmal nachkaufen. Für Vorbesitzer, die brauchen natürlich die Strecke. Weiß gar nicht, ob die dazu gab. Ich glaube nicht, ne?
Die müssen natürlich die Strecke dementsprechend auch nochmal kaufen. Denn so, SIFA bestätigen. Wechseln Sie ins 2D-Kartenmenü und Weiche stellen. Rückwärtsgang. Bremse lösen. Ich bin eher ein Fan von Personenzüge. Mein Gott, ja, ich eigentlich auch. Normalerweise machen wir ja auch, wenn es irgendwas Neues gibt in Transim World, versuche ich ja meistens immer nur auf Personenzüge einzugehen. Aber es gibt immer so bestimmte Züge, die gefallen mir sehr. Und wenn es die halt nicht als Personenzüge gibt, dann möchte ich sie mir trotzdem angucken. Ist jetzt hier halt nur Güterverkehr. Ja, aber ich denke mal, das geht in Ordnung, wenn wir uns das dementsprechend trotzdem mal anschauen. Guckt euch das Fahrzeug an, das ist großartig. Da haben wir den SIFA-Knopf, ne, hier. Müsste jetzt hier sein, genau. Hier oben können wir die PCP anschalten, ne. Meine, das ist ja zum Beispiel hier in Transim World halt eine der großen Stärken, weil du dich halt frei bewegen kannst. Ne? Anders als wie beim Train-Simulator oder sowas von Dovetail Games, kannst du dich ja hier frei bewegen. Also diese Rangieraufgaben hier in Transim World, die sind schon ziemlich geil eigentlich. Und mir fällt auch jedes Mal auf, wie hübsch wirklich Transim World ist. Also, wie gut das läuft, wie hübsch das ist, ja, keine Abstürze oder sonst irgendwas. Das ist jedes Mal immer wieder aufs Neue. Finde ich das so faszinierend, wie das Ganze so gut laufen kann. Dass ich nicht verstehen kann, warum die das auf der Konsole so ein bisschen versemmelt haben. Man muss schon sagen, auf der Konsole ist es schon ein bisschen enttäuschend, wie das Ganze halt dort ausschaut. Ich habe das Ganze ja selbst hier auf der PlayStation 4 Pro und da haben wir die ein oder andere Folge, haben wir darüber auch aufgenommen. Aber so im Großen und Ganzen hat mir das optisch halt gar nicht gefallen. Aber hier auf dem PC, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut spitze. Das sieht so hübsch aus. SIFA bestätigen. So, dann können wir mal bremsen. So, Aschaffenburg, Südbahnsteig 2, den Ort sollen wir überfahren. Gut.
Gut, los geht's. 1,5 Kilometer haben wir jetzt vor uns. So, PCB bestätigen jetzt. Das war das Piepen, was ihr gerade gehört habt. So, jetzt kommt gleich eine längere Piepphase, weil ich kriege hier permanent eine Zwangsbremsung. Ich weiß nicht warum, deswegen werde ich jetzt gleich die PCB drücken, ja. Auch wenn es jetzt sehr, sehr laut piepen sollte, tut es mir jetzt leider leid. Aber ich will mal gucken, warum, wieso, weshalb wir jetzt hier gleich eine Zwangsbremsung bekommen. Also nehmt es mir da bitte jetzt nicht übel. Warte mal. Na gut, das war's nicht. Guckt euch das an, ja, wie die Blätter da runterkommen, Alter. Das sieht von den Bäumen. Aha, hier war das Signal. Alles klar. Okay, dann weiß ich's. Ja, das ist halt unterschiedlich, ne? Wann du 20 fahren darfst, wann nicht. Gelb heißt in dem Fall ja nur wachsam sein. Das nächste Signal könnte rot sein. Ja, also das sieht schon echt hübsch aus alles. Ja, also das macht schon Spaß. Das macht wirklich schon Spaß. Aber wie gesagt, halt 3 Missionen nur. Das ist bis, ey, wirklich 3 Missionen. Was sind 3 Missionen bitte?
Ja. Also das ist er. Schön grün hier alles, ne? Ihr seht auch nichts elektrifiziert oder sowas. Hier ist reine Dieselstrecke. Das ist schon schön. Das ist wirklich schon schön. Ich weiß gar nicht, wie gut das jetzt in der Aufnahme rüberkommt, aber das ist schon. Scheibenwischer funktionieren. Wie gesagt, mit Licht, ja. Das ist schon fantastisch. Sonnenblende. Ob es ein bisschen komische Sonnenblende ist. Aber naja. Fenster und sowas. Und so weiter und so fort hier. Notfall-Motorabschaltung. Oh, wir sind zu schnell. Die geht mir ein bisschen auf den Senkel hier. Die ist voll schnell hier. Ja. 1,7 Kilometer haben wir noch. Hafenbahnhof, Nebengleis 6. Da soll das gute Stück hin. Jetzt geht es gleich noch über eine Brücke. Aber mehr als 40 seht ihr ja, wird es heute nicht. Ja, die Grafik sieht sehr, sehr gut aus. Deswegen sage ich ja, also Dovetail Games, die machen wirklich. Also beim 3-Sim World haben die gefühlt alles richtig gemacht, was die Performance angeht, wie das Ganze ausschaut und so. Also da haben die wirklich den richtigen Weg gefunden. Und ist somit eigentlich auch die einzige Simulation, die halt wirklich extrem gut aussieht und die richtig performant gut läuft.
Es kam gerade die Frage, was findest du besser, der Train-Simulator oder Train-Sim-World? Also, vom Umfang her ganz klar der Train-Simulator, weil da hast du einfach unglaublich viele Strecken, ja, die du fahren kannst. Vom Spiel selbst muss ich sagen Train-Sim-World, weil das sieht, wie gesagt, gut aus, es läuft gut. Ja. Hier wünschte man sich halt mehr Add-ons, ja, okay, ist jetzt, der ist auch relativ jung, Train-Sim-World. Aber wo bleibt die Unterstützung der Dritthersteller? Warum gibt Dovetail Games das nicht frei, um dass auch Dritthersteller zum Beispiel an Add-ons für Trains im World basteln können? Das sind so Sachen, die ich persönlich nicht verstanden habe und ja, damals schon nicht verstanden und heute natürlich immer noch nicht verstehe. Deswegen, ja, da wäre es auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert, dass da mal was kommt. Ja. Aber an sich, wie gesagt, Train Sim World, das ist für mich so. Wo ich sage, das gefällt mir richtig gut. Ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen. Ja. So, jetzt aber was abkoppeln. So, die 5 Waggons abkoppeln. Abgekoppelt. So. Bremse lösen. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Train Sim World Folge. Ja, also das ist es, das ist halt der neue DLC jetzt hier, der jetzt erschienen ist auf Steam. Und ja, also an sich, wie gesagt, finde ich super, tolles Modell. Schön, dass es auch mal so ein bisschen so weitergeht, so mit weiteren deutschen Inhalt. Allerdings, wie gesagt, 3 Aufgaben sind meiner Meinung nach einfach deutlich zu wenig. Da hätte man deutlich, deutlich mehr rausholen können. Also mindestens 5 Aufgaben hätten es mindestens sein können, meiner Meinung nach. Aber mich fragt ja keiner. Von daher, ja gut, muss ja halt jeder selber entscheiden, ob einem die 15 Euro oder 14 Euro, was es da sind, einem wert sind oder nicht. Ihr könnt gerne eure Meinung unten in die Kommentare posten. Schreibt es einfach unten rein. Oder ja, wenn euch das Video an sich so gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Und hoffe natürlich, dass wir uns demnächst hier zu Train Sim World eventuell wiedersehen. Ob nun von der PlayStation oder vom PC. Ja, da müssen wir mal gucken, ob es da was gibt, was wir so zeigen können. Ne? Und sonst bleibt mir hier eigentlich gar nichts mehr anderes zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuschauen. Und hoffentlich natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.